Heuer ging wieder die Telfer Fastnacht über die Bühne. Alle 5 Jahre findet sie statt. Sie ist eine der bekanntesten Tiroler Fastnachtsveranstaltungen. Telfer Schleicherlaufen nennt man sie auch. Die UNESCO hat sie zum Weltkulturerbe erhoben. Im Rahmen eines großen Umzuges bieten die Fastnachtsgruppen ihre Tänze und Shows dar. Besonders gefallen mir auch die Schleicher mit ihren fantasievoll gestalteten Hüten. Auch die Jahreszeiten, diese Gruppe ist mir sehr sympathisch, mit ihren ausdrucksstarken Kleidern. Heuer habe ich mir zu Beginn der Fastnacht um 7 Uhr früh schon die Sonnenbeschwörung angeschaut. Dabei tritt ein Frackträger mit Zylinderhut vor ein Holzsymbol der Sonne. Er bittet um gutes Wetter, um Sonnenschein für die Fastnacht und dabei kniet er nieder vor der Sonne. Offiziell heißt dieser Ritus auch Sonnenanbetung. Die Sonne anbeten, das lässt mich daran denken, was heute viele Menschen machen. Sie verehren Dinge oder Menschen wie einen Gott. Da gibt es Leute, die fallen nieder vor dem Geld und erhoffen sich vor ihrem Geld das ganze Glück. Oder wieder andere verehren einen Talisman und erwarten sich dadurch eine gute Zukunft. Dann gibt es Leute, die fallen vor ihrem Publikum nieder, weil sie durch die Anerkennung ihres Publikums sich das Glück ihrer Zukunft erwarten. Sie beten Dinge, Menschen, Geschöpfe an wie einen Gott. Hier gibt mir die biblische Botschaft eine ganz klare Orientierung. Sie sagt, Menschen, Dinge oder Gestirne anbeten, das geht gar nicht. Du sollst Gott allein anbeten. Aus der Sicht des Glaubens ist für mich das ja sehr logisch und stimmig. Denn wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, dann steht er über allem. Alles Geschaffene, alle Dinge sind vergänglich und sie haben nur einen begrenzten Wirkungsbereich. Gott allein ist allmächtig, er ist unvergänglich und er ist gut. Deshalb ist es stimmig für mich, Gott allein anzubeten, wie es die Bibel sagt, und ich sehe darin auch einen kulturellen Fortschritt. Als Christ bete ich Gott an, der in die Welt hereingestiegen ist, der ein Mensch geworden ist, in Jesus Christus. Und deshalb bete ich vor allem Jesus an und ich glaube, dass Jesus sogar auch die Macht hat, in das Wettergeschehen einzugreifen, wenn er will. Und er hat auch die Macht, mich in eine gute Zukunft zu führen. Deshalb möchte ich jetzt niederknien und sprechen. Jesus, dich allein will ich anbeten. Du bist die Sonne des Universums. Wir brauchen dich. Sende uns die Strahlen deines Lichtes in unser Herz, den Heiligen Geist der Liebe. Dann wird alles schöner in unserem Leben.